Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video von Okay. Habe ich wieder was bekommen, habe da ja das große Unboxing, also das Vor-Unboxing gesehen. Jetzt machen wir uns diesen Minicopter, da bin ich richtig, richtig heiß drauf. So ein Ding wollte ich schon immer mal haben. Wir haben hier schon die Lampe gehabt und dann haben wir das externen Akku hier habt und jetzt Headset kommt der nachher. Oh, der ist sogar schwarz. Geil. Der ist sogar schwarz. Das ist richtig geil. So, den packen wir jetzt erst mal aus. Muss nur gucken, wie am besten. Ach so, da brauche ich das neu rausmachen. So, durchschieben. Wir wollen ja nicht, dass er kaputt geht. Dann stellen wir den mal hier so beiseite. Dann haben wir hier eine kleine Fernbedienung für diesen Kopter, auch in schwarz-grün gehalten. On, off. Sind auch in alle Richtungen bewegbar. Okay, dann mache ich gleich mal Batterien drin. Der Kopter wird garantiert leer sein. Den müssen wir dann bestimmt hier irgendwo, ach, hier unten aufladen. Der steht jetzt auf off und der hat hier unten so einen ganz kleinen, einen ganz winzig kleinen Stromanschluss. Also, da muss ich aufpassen, weil ich bin ja so ein kleiner Grobmotoriker. So, wir haben auch, da brauche ich jetzt nicht nachgucken, das weiß ich mittlerweile, dass Okay deutsche Anleitung macht. Und hier haben wir dann, oh, da ist ja mehr drin, ne? Wir haben Ersatzpropeller drin. Ich packe mal zwei hier weg. So. Und zeige euch zwei. Einmal ein grün und einmal ein grauen. Also insgesamt haben wir, ja, sind auch noch ein grüner und ein grauer. Insgesamt haben wir vier Ersatzpropeller mit bei. Und das ist dieser USB-Kabel. Das ist hier USB und das ist dieser kleine Kabel, der dann zum Laden rankommt. Könnt ihr jetzt schlecht sehen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich mache den mal an hier. Der leuchtet rot, die blinken rot, blinkt blau. Okay, jetzt brauche ich aber auch noch kleine Batterien. Haben wir denn noch welche da? Ja, wir haben noch welche. Was ich momentan für einen Batterieverbrauch habe, glaube ich, müsste mir mal wieder ein paar anständige Akkus holen. So, jetzt müssen wir hier noch on machen. Oh, die piept so, ja. Ich mach mal so ein Stück zurückzoomen. Also ich bin schon zurückgezoomt. Jetzt gucken wir mal. Oh. Oh. Der ist aber schnell hochgegangen. Also ich steuere praktisch mit diesen, das finde ich ein bisschen vom Nachteil, dass man mit diesen kleinen Dingern hoch runter steuert. Mal gucken. Ah, hier Regen. Oh, ups. Gut, so schnell kann er umfallen. Haltet mal, ich zoome mal raus, ich mach mal so ein bisschen. So, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen, wie der aufsteigt.
So. Hörst du da gerade nicht? Habe ich den ausgeschalten? Ne, der ist an. Oder ist die Batterie schon leer? Das ist ein Spielzeug, also das ist auf jeden Fall ein Spielzeug für Jungs. Timer, jetzt explodiert. Ah, jetzt blinken die Lampen nicht mehr. Ah, jetzt geht's. Ah. Okay, man muss erstmal... Blinken sie? Die Lim- Achso, vielleicht hochhalten mal. Ja. Wenn man nicht zu dusselig ist, das zu bewegen, also zu machen, dann geht das auch. Also, das ist definitiv ein Spielzeug für Jungs, also. Ich glaube, die Batterie reicht auch nicht mehr aus. Der blinkt dann immer. Obwohl, jetzt sind noch zwei blaue Lampen. Die anderen sind rot. Also müsste er noch ein bisschen Strom haben. Wieso piept der denn jetzt wieder so doppelt hier? Da müsste ich mir dann vielleicht doch mal die Anleitung durchlesen. Jetzt blinkt das wieder nur einzeln. Wieso blinkt denn bitte? Oh, Moment. So, da bin ich auch wieder. Wir haben durchgelesen, wie man das jetzt bedient. Beziehungsweise Schatzi hat gelesen, vorgelesen. So, an, jetzt blinkt das hier rot. Das blinkt grün, blau. So, dann das an. Nach oben machen. Nach unten machen. Und jetzt leuchten die LEDs. Seht ihr das? So. Und... den Abhebeknopf drücken. Oh! Ne, nicht für euch Katzen. Ist ein bisschen schwer
Warte mal. Jetzt mal so. Oh, die hat ganz schön, die hat ganz schön Kraft. Okay. Oh. So schnell kann es kaputt gehen. Ich habe den Motor jetzt richtig schön hochgepowert. Da fliegt das Ding natürlich auch dementsprechend hoch. So, aber wir kriegen das noch hin, dass wir das hier, ich mach mal hier so, könnt ihr das auch sehen. Wir kriegen das auch hin, dass ich das hier halbwegs vernünftig steuere. Weggeflogen. Moment. Wo ist das jetzt hin? Ach hier, in meine Jacke. Ist doch nicht die Möglichkeit. Kann doch nicht so schwer sein, hier so ein Fluggerät hier mal fliegen zu können. Also es ist wirklich Spielzeug für Kinder. Mir macht es mäßig, mega mäßig Spaß. Wenn ich natürlich hier noch steuern könnte, wäre das natürlich auch natürlich noch viel besser. Aber irgendwie will der nicht so wirklich wie ich steuern. So, nochmal starten. Warum fliegt der gleich darüber? Ach, ein Propeller ist schon ausgefallen. Nee, alle gehen. Ah, okay. Ich glaube, ich sollte das lieber aufgeben. Ach, ein Propeller ist schon weg. Der ist jetzt hier irgendwo in der Tüte drin. Okay. Ich habe schon entschärft, ein Propeller habe ich schon abgekriegt. Der ist jetzt hier irgendwo hingeflogen. Hab mal aber neu gehört. Ach, da unten liegt er. Es macht echt Spaß. Und ich habe gedacht, jetzt dadurch, dass ich PlayStation-Zocker bin, ist das für mich relativ einfach, hier so ein Ding zu steuern. Ist aber nicht so. Oh, hier, der hat schon hier einen Drall gekriegt. So. Wir versuchen das auf jeden Fall nochmal. Ich gebe ja nicht auf. Bin ja hartnäckig. Aber der will irgendwie nicht steuern. Der sollte doch aber, Schatzi, laut Beschreibung sollte der doch denn da bleiben, oder? Meiner fliegt ja noch weg und ich kann hier drücken, was ich will. Die auch so ein Ding haben, denken sich, man stellt der sich dusselig an damit. Ich gebe aber nicht auf, ich bin hartnäckig hier. So. Ah. Ja, schon fast. Fast wird was hier. Ah. Es ist echt schwer zu lenken, wenn man nicht weiß, wo links, wo rechts ist. Hast du den? Der ist da runtergefallen, da irgendwo. So. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Ich richte euch mal so, weil da brauchst du keine Angst haben, Schatzi, dich sieht man nicht. So, wenn ich Glück habe, fliegt er da nämlich jetzt wieder hin. Upp, oder auch nicht. So, nochmal. Plups, habt ihr das gesehen? Und die Katzen, die sind natürlich da sehr heiß drauf. Wichtig, mein Spielzeug.
So, machen wir mal so. Ich stecke den jetzt hier unten hin. Mal gucken, ob wir das jetzt vielleicht so besser hinkriegen. Ah! Das war schon besser. Nicht bewegen, Schatzi. Das Fliegeteil liegt hinter dir. So, der Kater ist hier schon total aufgeregt. Aber seht ihr, Leute, ich kriege das jetzt langsam schon hin. So schwer ist es ja nicht, wenn man das denn raus hat. Hiermit dreht man den dann und hiermit links und rechts. Wenn man den natürlich falsch gedreht hat und man steuert nach rechts und der ist falsch gedreht, dann fliegt der natürlich nach links. Also, das ist dann natürlich... Oh, falsch. So. Ich mach mal das noch hier umruf. So. Wir geben nicht auf. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Also jetzt liegt er auf den Propellern. Scheiße. Ugh. Kann doch nicht sein. Das wird doch nicht so schwer sein, so ein Ding hier. Ich habe doch eben schon fliegen können hier. Ah. Oder auch nicht. Ach, ich gebe auch gleich auf, Leute. Ich teste das denn hier alleine noch weiter. Irgendwann kriege ich den auch hin, dass der so fliegt, wie ich das will, dass der das fliegt. Aber einen Versuch machen wir noch. Einen einzigen Versuch machen wir noch. Oh, falsch. Nee, wir machen noch einen Versuch. So. Muss ich mal gucken, wenn ich den jetzt anmache. Das war zu hoch. Ach. Also, jetzt wirklich der letzte Versuch. Gut, das sage ich immer, aber diesmal jetzt wirklich. Das ist echt ein Spielzeug für Kinder. Eigentlich, aber auch für Erwachsene geeignet. So. Da ist er da unten. Ich werde jetzt mal versuchen. Okay, so, jetzt habe ich ihn hinter meinen Fernseher gelotst. Wartet mal, ich muss mal kurz Pause machen. So, da bin ich auch wieder. Wir versuchen jetzt nochmal das Ding fliegen zu lassen. So. Mist. Will nicht so, wie ich wohl will, dass es soll. Den Propeller habe ich jetzt schon entschärft, der ist weggeflogen, wo das Teil rot gelandet ist, hinterm Fernsehen. Aber so an sich ist es geil. Steht auch in der Anleitung, steht auch drin. Opala. In der Anleitung steht auch drin, dass wenn Kinder damit spielen, dass auch Erwachsene mit bei sein sollten. Ja, meine Katzen fahren da voll drauf ab. Tigger hatte gerade hinter der Couch, an der Couch gefunden. Die sind hier alle ganz aufgeregt gerade. Also ein super Katzenspielzeug. Aber die drehen sich ziemlich schnell, die Propeller. Also ich würde damit nicht mit Katzen spielen, wenn die da mit der Nase oder mit dem Auge rankommen. Das kann böse enden. So, dann mache ich hier aber auch erstmal Schluss. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Flugstunden, um mit dem Ding noch ein bisschen fliegen zu lernen. Weil das macht echt Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da.